Das ist der Senior. Entschuldigung. Was ist der Senior? Es ist nicht so, sagt Sextus Empiricus, dann ein Skeptiker sagt, gut, ich esse Honig, nehme etwas Süßes wahr und das ist falsch. Nein, die Wahrnehmung ist wahr. Das Problem ist ein anderes. Es ist, ob diese Wahrnehmung verallgemeinert werden kann. Das ist das Problem. Subjektiv ist richtig, ist wahr, aber gilt für mich. Wenn eine Person, eine andere Person kommt, isst denselben Honig und dann sagt, für mich ist es bitter. Es ist auch wahr. Das ist das Problem. Deswegen kann keine absolute Gewissheit herrschen. Es ist alles subjektrelativ. In diesem Sinne ist es wahr. Sagt, deswegen macht Sextus diesen Unterschied zwischen das Erscheinende, das Wahre ist, und die Aussage über das Erscheinende. Es ist die Aussage über das Erscheinende. Wenn man sagt, das Charakteristikum von Honig ist, süß zu sein. Als ob das Wesen, die Essenz, die objektive Wirklichkeit des Honigs wäre. Damit ist Sextus und sie, die Skeptiker, nicht einverstanden. Sagen, nein, das ist nicht, das ist deine oder auch die Wahrnehmung von tausenden, Millionen Personen. Aber das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Wirklichkeit, die objektive Wirklichkeit. Ist das Subjekt, das so sagt. Es ist gültig für das Subjekt, aber nicht gültig über das Subjekt hinaus. Es ist nicht etwas Absolutes, es ist etwas immer Relatives. Das immer sofort oder auch in der Zukunft erwidert werden kann von anderen Personen, welche sagen, im Falle von Honig, dieser Honig ist für mich bitter. Und diese haben dieselbe Legitimation. Das ist ein Beispiel von Gegenargument, das wir in der Definition von Skepsis gefunden haben. Die Skepsis ist die Kunst, Argumente zu konfrontieren mit anderen Gegenargumenten. So dass man zur Zurückhaltung, dazu Seelenruhe. In welchem Sinne? Wenn ich sehe, dass zum Beispiel im Falle von Honig andere Personen sagen, das ist für mich bitter, dann werde ich hier zurückhaltend werden. Dich nicht mehr eine Absolutheit, meine Wahrnehmung als einen absoluten Wert präsentieren können. Ich werde vorsichtiger werden. Ich werde sagen, nein, vielleicht ist es nicht so. Ich habe Gegenargumente, ich habe Gegenthesen. Das, was ich vernehme, das, was mir erscheint, ist gültig für mich, aber ich kann nicht diese Erscheinung, dieses mir erscheinen, als die Wirklichkeit, als die Objektivität interpretieren. Es ist etwas Subjektives. Ich werde vorsichtiger. Ich werde zurückhaltender. Und natürlich, das von Honig ist so ein Beispiel. Das Problem ist, die Skeptiker haben in ihrer Spekulation gesagt, der Grund von Unglück kommt von diesem Anspruch auf die Wahrheit, das eigentlich niemals befriedigt werden kann und das mir zur Frustration, zur Enttäuschung führt, zur ständigen Täuschung führt, zur ständigen Beunruhigung. Um diese Beunruhigung zu eliminieren, soll ich die Quelle, was ist die Quelle? Den Anspruch auf die Wahrheit. Und deswegen sagen die Skeptiker was? Das, was dem Subjekt erscheint, ist gültig für das Subjekt. Aber das Subjekt soll auch eingestehen, das ist für mich gültig. Vielleicht werde ich morgen denselben Honig als bitter kosten. Ich werde mich selbst dementieren. Ich kann nicht sagen, es ist so und so. Ich kann nur sagen, vielleicht ist es so, aber könnte auch anders sein. Oder könnte auch anders erscheinen. Und das gilt natürlich für die ganze Struktur des Wahrheitsanspruches. Honig ist natürlich etwas Nebensächliches. Aber das Problem ist natürlich, eine Attitüde, einen Drang, einen Impuls zu eliminieren, dass die
Das heißt, Wahrheitsanspruch, Wahrheitsimpuls, Wahrheitstrieb, das denn die Skeptiker als die Quelle des Unglücks beurteilt haben. Das ist die Strategie. Honig ist natürlich ein Beispiel. Könnte alles anders sein. Das Problem ist, Wahrheitsanspruch als Quelle des Unglücks. Und deswegen soll man so Gegenargumente finden, so dass man wirklich sagt, endlich, ich kann nicht Wahrheit haben. Ich habe Gegenargumente oder ich könnte Gegenargumente zu einer These finden können. Das kann nie ausgeschlossen werden. Deswegen soll ich zuerst zurückhalten werden, dann soll ich wirklich alles aufgeben. Und damit kann ich eben eigentlich zur Seelenruhe kommen, was für die Skeptiker das Glück selbst ist. Seelenruhe heißt Glück oder Glück heißt Seelenruhe. Abwesenheit von jedweder Faktor oder so, von so vielen Faktoren wie möglich, welche Beunruhigung der Seele verursachen können. Jetzt noch ein Beispiel, dann können wir noch das. Das ist auch veranschaulichend zu sagen als Text auf der Seite 99, Hände. Wir können sehen, was das Ziel der Skepsis ist. Was das Ziel der Skepsis ist. Entschuldigung, wenn ich kontrolliere, aber muss aufpassen. Sagt Sextus im Anschluss hierher, wäre auch das Ziel der skeptischen Schule zu behandeln. Das Ziel ist dasjenige, um dessen Wille alles andere getan oder gedacht wird. Es selbst dagegen um keines anderen Willen, oder? Das Äußerste alles Erstrebten. Wir sagen nun, bis jetzt sei das Ziel des Skeptikers, die Seelenruhe in den auf dogmatischen Glauben beruhenden Dingen und das massvolle Leiden in den aufgezwungenen. Denn der Skeptiker begann zu philosophieren, um die Vorstellungen zu beurteilen und zu erkennen, welche wahr sind und welche falsch, damit er Ruhe finde. Das heißt, es ist interessant. Zuerst sagt der Skeptiker, ich suche die Wahrheit, so dass ich sozusagen die Rechnung mit der Wirklichkeit schließen kann. Dass ich habe die Wahrheit gefunden. Dabei geriet, denn der Skeptiker begann zu philosophieren, um die Vorstellungen zu beurteilen und zu erkennen, welche wahr sind und welche falsch, damit er Ruhe findet. Dabei geriet er in den gleichwertigen Widerstreit, und weil er diese nicht entscheiden konnte, hielt er inne. Als er aber innehielt, folgte ihm zufällig die Seelenruhe in den auf dogmatischen Glaube beruhenden Dingen. Wer nämlich dogmatisch etwas für gut oder übel von Natur hält, wird fortwährend beunruhigt. Wer nämlich dogmatisch etwas für gut oder übel von Natur hält, wird fortwährend beunruhigt. Besitzt er die vermeintlichen Güter nicht, glaubt er sich von den natürlichen Übeln heimgesucht und jagt nach den Gütern, wie er meint. Hat er diese erworben, gerät er in noch größere Sorgen, weil er sich wider alle Vernunft und über alles Maß aufregt und aus Furcht vor dem Unschwung alles unternimmt, um die vermeintlichen Güter nicht zu verlieren. Wer jedoch hinsichtlich der natürlichen Güter oder Übel keine bestimmten Überzeugungen hegt, der meidet oder verfolgt nichts mit Eifer, weshalb er Ruhe hat. Das ist praktisch die Grundsatzerklärung vom Programm von Skeptizismus. Das heißt, zuerst sucht man die Wahrheit, weil man glaubt, durch die Wahrheit werde ich zum Glück kommen. Aber eigentlich ist die Suche nach der Wahrheit oder auch die Annahme, dass man die Wahrheit gesucht hat, etwas, das nicht beruhigt, sondern beunruhigt. Denn man glaubt, die Angst dementiert, zurückgewiesen zu werden in seinen Auffassungen. Deswegen, was eigentlich zur Seelenruhe bringen sollte, bringt eigentlich bei Lichte besehen zur Seelenunruhe, zum Unglück.
ist die Quelle von Unglück. Und hingegen sagt er, wer jedoch hinsichtlich der natürlichen Güter oder Übel keine bestimmte Überzeugung hegt, der meidet oder verfolgt nichts mit Eifer, weshalb er Ruhe hat. Das heißt, nur wer praktisch zum Zustand gekommen ist, dass erkennt hat, dass er nicht absolute Meinungen, absolute Satzungen hegen kann über bestimmte Felder der Wirklichkeit, oder die Wirklichkeit in sich selbst, und in diesem Sinne auf einen Absolutheitsanspruch selbst verzichtet hat, nur der kann zur Seelenruhe kommen. Der muss verzichten, von vornherein darauf zu sagen, das ist die Wahrheit. Sonst setzt immer der Gefahr aus, dass er dementiert wird, dass er enttäuscht wird, dass er Meinungen, sich mit Meinungen, mit Ansichten, mit Erfahrungen konfrontiert wird, welche ihn enttäuscht werden, welche seine Absichten mit seinen Absichten kontrastieren werden, welche seinen Absichten widersprechen werden. Und das ist der Grund, die Quelle der Unglückseligkeit. Der geht weiter, ich möchte nur das lesen. Dem Skeptiker geschah dasselbe, was von dem Maler Apelles erzählt wird. Dieser wollte, so heißt es, beim Malen eines Pferdes, dessen Schaum auf dem Gemälde nachahmen. Das sei ihm so misslungen, dass er aufgab und den Schwamm, indem er die Farben vom Pinsel abzuwischen pflegte, gegen das Bild schleuderte. Als dieser auftraf, habe er ein Nachahmen des Pferdeschaumes hervorgebracht. Auch die Skeptiker hofften, die Seelenruhe dadurch zu erlangen, dass sie über die Ungleichförmigkeit der erscheinenden und gedachten Dinge entschieden. Dass sie das nicht zu tun vermochten, hielten sie inne. Als sie aber innehielten, folgte ihnen wie zufällig die Seelenruhe wie der schattenden Körper. Freilich glauben wir nicht, dass der Skeptiker vollkommen unbelästigt bleibe, sondern wir sagen, dass er von den aufgezwungenen Dingen belästigt werde. Denn wir räumen ein, dass er manchmal friere und Durst habe und heilige Dinge erleide. Aber selbst in diesen Dingen werde die Laien von doppeltem Ungemacht bedrängt. Sowohl von den Empfindungserlebnissen selbst, als auch nicht minder von dem Glauben, dass dieses Ungemacht von Natur übel sei. Der Skeptiker dagegen räumt den beigemengten Glauben, dass jedes dieser Dinge von Natur übel sei, beiseite und kommt daher selbst in diesen Dingen mäßiger davon. Deswegen also nennen wir das Ziel des Skeptikers Seelenruhe in den auf dogmatischen Glauben beruhenden Dingen, in den aufgezwungenen dagegen maßvolles Leiden. Einige namhafte Skeptiker haben außerdem noch die Zurückhaltung in den Untersuchungen hinzugefügt. Das heißt, hier ist es auch bedeutsam, bezeichnend. Es wird praktisch wie eine Geschichte der Entwicklung von Skeptizismus. Die Skeptiker haben zuerst gedacht, gut, wir gelangen an die Wahrheit, wir entscheiden über die Dinge der Wahrheit, der Wirklichkeit und wir können Seelenruhe bekommen. Aber sie haben sich konfrontiert gesehen mit einem Zustand, in welchem sie immer oszillierten bezüglich der Entscheidungen über die Wirklichkeit, über den Sinn der Wirklichkeit. Wenn sie aber praktisch die Erfahrung gemacht haben, dass sie innehielten, das heißt sich einem Urteil, einem definitiven Urteil enthalten haben, haben sie gesehen, dass sie eigentlich so Seelenruhe bekommen haben. Nicht indem sie über die Wirklichkeit eine Entscheidung getroffen haben, sondern im Gegenteil, indem sie auf diese Entscheidung verzichtet haben. Indem sie gesagt haben, ich muss das Urteil suspendieren. Ich kann nicht eine Wahrheit bekommen. Das, was zuerst als die Entscheidung über die Wahrheit, als, gut, ich werde jetzt die Wirklichkeit erklären, das wird mir beschwichtigen, befriedigen.
Das, was sich enthüllt als das Gegensätzliche, ist es hingegen die Quelle der Unruhe. Und die Skeptiker haben die Erfahrung gemacht, dass hingegen, wenn sie praktisch Schluss gemacht haben mit diesem Wahrheitsanspruch, die Seele Ruhe bekommen haben. Auf gegensätzliche Weise im Verhältnis zu dem, was sie gesagt, am Anfang gedacht hatten. Freilich, es wird gesagt, ja, gut, die Skeptiker können nicht negieren, dass Durst Durst ist, dass Hunger Hunger ist, dass Frieren Frieren ist. In der Tat, was ist das Rezept von den Skeptikern, von den pyrrhonischen Skeptikern? Das Rezept ist, bezüglich des Urteils über die Wirklichkeit, den Sinn von Wirklichkeit, sich zurückhalten, auf das Urteil verzichten. Und bezüglich aber der sogenannte der Leidenschaften, wie das heißt der Impulse wie Durst, Hunger und so weiter und Schmerz natürlich, ein massvolles Leiden, eine Selbstkontrolle. Nicht negieren natürlich, dass diese etwas Wirkliches sind, aber so zu agieren, als ob sie irgendwie unter Kontrolle stehen könnte. Das ist sozusagen eine Position, die besonders gegen den Stoizismus einen Wert hat. Denn die Stoiker sagen, ja, der Weise sei immer frei, der Weise kann immer alles dominieren, es gibt keinen Schmerz, der Weise nicht in der Lage ist zu dominieren, zu kontrastieren und so weiter. Und sie sagen, nein, das ist nicht der Fall. Schmerz ist Schmerz, Lust ist Lust, Hunger ist Hunger und Durst ist Durst. Es ist nicht so, dass der Weise absolute Freiheit haben kann von allen Impulsen. Die Skeptiker sind in diesem Fall Skeptiker. Das heißt, sie sagen, die Steiger sind in ihrer Theorie von der absoluten Freiheit des Weisen, der Person, welche die Weisheit, die Kontrolle über sich selbst durch die Kenntnis, die Erkenntnis der Wirklichkeit, die Steiger sind haben auf eine deplatzierte Art und Weise gedacht. Es ist nicht so. Der Weise kann nicht frei sein von Durst, kann von Schmerz und so weiter. Und nochmal, aber Skeptizismus könnte in diesem Sinne eben als ein Antistoizismus erklärt werden. Wenn bei dem Stoizismus, so sagen, man das beobachten kann, die absolute Dominanz der Vernunft, das heißt, wenn der Weise, die Person, welche die Weisheit erreicht hat, die absolute Erkenntnis der Struktur der Wirklichkeit erreicht hat, ist auch in der Lage, sich selbst und seine eigenen Impulse zu dominieren. Und die Skeptiker prozedieren auf gegensätzliche Art und Weise. Sie sagen, nein, es ist nicht so. Die Suche nach der Erkenntnis ist nicht etwas, das mir das Glück oder die Dominanz über mich selbst bringen kann. Denn eigentlich, die Suche nach der Wahrheit ist etwas, das nicht Seelenruhe einbringen kann, sondern das Gegenteilige. Seelebeunruhigung und ständige Seelebeunruhigung. Das gilt gegen die Stoiker. Aber es ist so, dass im Gegensatz zu dem, was die Stoiker gedacht haben, dass die Wirklichkeit sei komplett enthüllbar für den Weisen, komplett erkennbar für den Weisen, die Skeptiker sagen, es ist nicht so. Es ist nicht so. Bei Lichte besehen, jede Aussage, jedes Urteils, jede Entscheidung im Sinne von Erkenntniskonstruktion, Erkenntnisinterpretation der Wirklichkeit, hat als eigenes Schicksal von folgenden Erfahrungen, Erlebnissen, folgenden Forschungen zurückgewiesen zu werden, in Abrede gestellt zu werden. Die absolute Wahrheit ist nicht da für die Fähigkeiten des Menschen. In diesem Sinne kann wirklich Skeptizismus als seine diametral antistoische Theorie ausgelegt werden. Aber hier ist es interessant, was Sie sagen. Das heißt, zuerst haben wir geglaubt, gut, wir werden die Wirklichkeit kennen und das wird uns das Glück bringen.
Aber weil ich der Besserwisser, sie sagen sollen, nein. Nein, das hat unsere Lage, die Suche nach der Wahrheit, hat eigentlich unsere Lage verschlechtert. Nicht verbessert, verschlechtert. Und um wieder unsere Lage zu verbessern, müssen wir sozusagen an die Wurzeln gehen. An die Wurzel herangehen. Wir müssen diese Suche nach der Wahrheit, diesen Anspruch auf eine Entscheidung über die Wirklichkeit, auf Anspruch auf eine richtige, korrekte, vollständige Interpretation der Wirklichkeit verzichten. Denn diese ist nicht möglich. Und sowieso wäre es unmöglich, wäre dann zurückgewiesen. Wer würde uns nicht zum Glück bringen? Das ist sozusagen der Kernpunkt durch diese Zitate vom Skeptizismus. Natürlich dann, das Buch ist sehr lang und analysiert viele Argumente, welche in anderen Stellungen, Einstellungen eben für die zugunsten der Erreichbarkeit der Wahrheit sprechen sollten, und die Skeptiker wollen eben diese Argumente dementieren, zurückweisen, in Abrede stellen. Wir werden vielleicht etwas sehen über diese Tropen von den Ideen, über die Zuverlässigkeit von Wahrnehmung. Aber zuerst natürlich möchte ich jetzt Raum geben für eventuelle Fragen oder Erklärungsansprüche, wenn es gibt. Das funktioniert noch. Natürlich handelt es sich um eine, sozusagen, eine gigantische Operation, denn Stoizismus ist ein Feind der Skeptiker, aber wenn Sie zum Beispiel den allerersten Paragraphen auf der ersten Seite von diesem Dokument lesen, Sie können sehen, dass Sie aber auch zum Beispiel Aristoteles ins Visier haben und sowieso all die Theorien, welche eben die Wahrheit an sich selbst verfechten. Das heißt, das Sagen, die Wahrheit sei erreichbar. Die Wahrheit sei da für den Menschen. Wenn er zum Beispiel, ich bin dann auf der ersten Seite 93, sagte, wenn jemand eine Sache sucht, dann ist der zu erwartende Erfolg entweder ihre Entdeckung oder die Verneinung ihrer Entdeckung und das Eigenständnis ihrer Unerkennbarkeit oder die Fortdauer der Suche. Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb hinsichtlich der philosophischen Forschungsgegenstände, die einen behauptet haben, sie hätten das Wahre gefunden, während die anderen erklärten, es lasse sich nicht erkennen und die Dritten noch suchen. Und zwar gefunden zu haben, glauben die Dogmatiker in engeren Sinne, zum Beispiel Aristoteles, Epikur, die Stoiker und einige andere. Für unerkennbar erklärten die Dinge Kleitomakos, Karneades und andere Akademiker. Das ist die zweite Strömung vom Skeptizismus. Die Skeptiker, das heißt die pyrrhonischen Skeptiker, aber suchen noch. Daher scheint es vernünftig, dass die obersten Philosophien drei sind. Die dogmatische, die akademische und die skeptische. Und die über die anderen nun zu reden, mag anderen zu kommen. Ich will hier über die skeptische Schule sprechen, und zwar für diesmal im Grundriss. Vorher aber möchte ich bemerken, dass ich von keinem der Dinge, die ich sagen werde, mit Sicherheit behaupte, dass es sich in jedem Fall so verhalte, wie ich sage, sondern dass ich über jedes Einzelne noch nach dem, was mir jetzt erscheint, erzählen berichte. Ja, das heißt, es ist natürlich in Linie mit dem Grundsatzprogramm von der Skeptiker. Die sagen, es gebe keine absolute Wahrheit, es gebe keine Absolutheit, keine Gewissheit. Deswegen, wenn Sextus Empiricum von sich selbst spricht, ich vermute nicht, ich nehme nicht an, dass was ich sage, einen absoluten Wert hat.
Es ist gültig bis jetzt. Es scheint, dass es so ist, aber ich könnte sowieso dann auch in einer späteren Zeit dementiert werden. Aber wichtig ist die Gegenüberstellung. Das heißt, sie sagen, es gibt die Dogmatiker wie Aristoteles, die sagen, die Wahrheit sei da und sie sei erreichbar. Und es gibt uns, die sagen, wir sagen, sie sei nicht erreichbar. Sie sei etwas, worüber wir das Urteil suspendieren sollen. Das ist sozusagen das Grundsatzprogramm vom pyrrhonischen Skeptizismus. Funktioniert noch. Ich weiß nicht, ob es Fragen gibt, ob es die Lage von Skeptizismus ein bisschen klarer, deutlicher geworden ist. Es ist so. Praktisch, das heißt, muss man als Kern das vor Augen halten. Man glaubt, ich habe die Wahrheit und werde dann sehr in Ruhe bekommen. Und sie sagen, nein, wir haben die Erfahrung gemacht. Und schon die Suche nach der Wahrheit oder der Glauben, dass ich die Wahrheit bekommen habe, erreicht habe, hat mich nicht beruhigt, sondern beunruhigt. Denn ich werde immer von Zweifel und von der Angst verfolgt, dass was ich als Absolutes erachte, eigentlich sich als Falsches, sich als falsch enthüllt. Um das zu vermeiden, soll ich auf die Suche nach der Wahrheit verzichten und soll sagen, gut, diese bestimmte Lage oder diese andere bestimmte Lage scheint mir im Moment so und so zu sein, aber ich habe auch Gründe oder könnte sowieso Gründe in der Zukunft finden, um zu sagen, dass diese bestimmte Lage so und so mir erscheinen wird. Das heißt, ich kann immer ein Gegenargument finden. Das ist die Lage, in welcher ich mich finde. Und deswegen muss ich auf eine definitive, endgültige Urteilssetzung verzichten. Er muss sagen, es scheint mir so. Es scheint mir so zu sein, aber es könnte auch sein, anders sein können. Es ist nicht bestimmt. Im Sinne, er hat gesagt auch, ich habe das gelesen, es ist nicht bestimmt. Es ist nicht so und so, sondern scheint so und so zu sein. Ich habe den Eindruck, dass es so ist. Aber ich habe keine Gründe, um zu sagen, dass das so und so scheint so, mehr als so und so scheinen sollte. Und sie prozedieren weiter dann, indem sie zum Beispiel die Absolutheit der Wahrnehmungssinne, der Wahrnehmungsangaben in Abrede stellen. Wir werden jetzt vielleicht etwas lesen von diesem Text. Auch hier haben sie, ich kann nur sagen, wo sie das finden können, ab der Seite 101, können Sie finden die Tropen, die Weisen, die Figuren der Zurückhaltung im Allgemeinen, die 10 Tropen, 102, 103, die 5 Tropen, 130, 131, welche die 2 Tropen sind und so weiter. Und diese sind Instrumente und um das um eine jedwede Absolutheit in Abrede zu stellen. Nehmen wir an, wir können auch direkt vom Text von Sextus lesen, aber
Ja, wenn Sie das Dokument, das praktisch diese 10 Tropen zusammenfasst, die 10 Tropen seit 102 werden so ausgelegt, werden so dargelegt, gewöhnlich werden seit 101 und 102, gewöhnlich werden bei den älteren Skeptiker Tropen überliefert, aus denen die Zurückhaltung zu folgen scheint, 10 an der Zahl, die Synonyme auch Argumente und Figuren genannt werden. Es sind die folgenden. Der erste argumentiert aus der Unterschiedlichkeit der Lebewesen, der zweite aus der Verschiedenheit der Menschen, der dritte aus der verschiedenen Beschaffenheit der Sinne des Organe, der vierte aus den Umständen, der fünfte aus den Stellungen, den Entfernungen und den Orten, der sechste aus den Beimischungen, der siebente aus der Quantität und Zurichtung der Gegenstände, der achte aus der Relativität, der neunte aus dem ständigen oder seltenen Auftreten, der zehnte aus den Lebensformen, den Sitten, den Gesetzen, den mythischen Glauben und den dogmatischen Annahmen. Ich gebrauche diese Anordnung willkürlich. Diese Tropen sind drei andere übergeordnet, der vom Urteilenden und der vom Beurteilten ausgehende und der aus beiden zusammengesetzte Tropus. Denn vom Urteilen ausgehenden sind die ersten vier untergeordnet. Gut, das ist nicht so wichtig. Lesen wir aber besser, was diese Tropen sagen. Zum Beispiel das erste, Mitte der Seite 103. Als erstes nannte ich das Argument, welches zeigt, dass aufgrund der Verschiedenheit der Lebewesen von denselben Dingen nicht dieselben Vorstellungen ausgehen. Das heißt, die Wahrnehmungsangaben sind nicht zuverlässig. Sind nicht absolut. Sie variieren je nach dem Kontext, je nach dem Subjekt. Die erschließen wir aus der Verschiedenheit der Entstehung der Lebewesen und aus der Unterschiedlichkeit ihres Körperbaus. Und zwar aus der Verschiedenheit ihrer Entstehung, weil ein Teil der Lebewesen und Paarungen entsteht, der andere aus geschlechtlicher Vereinigung. Dann geht der weiter und das habe ich dann nicht weiter kopiert. Ich kann, wenn Sie finden, dieses Texte, das ich erarbeitet hatte, ja, können Sie eben die Zusammenfassung, die leider hier in Sexus dauert, ungefähr 20 Seiten, die Auslegung der Tropen. Der erste Tropus sagte, es ist zusammenfassend, ist die Unterschiedlichkeit der Lebewesen. Dies gilt in dem Sinne, dass die Unterschiede, welche zwischen den Lebewesen bestehen, die Ursache dafür sind, dass jedwedes Urteil über die Wahrheit der Dinge ausgesetzt werden muss. Den Lebewesen erscheinen dieselben Dinge auf verschiedene Art und Weise, sodass auch schließlich eine Pluralität von Erscheinungen entsteht. Die Wirklichkeit an sich selbst ist infolgedessen unzugänglich. Wir haben nur Erscheinungen, subjektrelative Vorstellungen. Wie die Tatsachen, wie die Wirklichkeit an sich selbst wahrhaft ist, können wir nie wissen. Der zweite Tropus ist auf die Verschiedenheit der Menschen bezogen. Der erste Tropus hat eigentlich alle Lebewesen in Betracht gezogen und hat die Unterschiede zwischen der Vorstellung aller Lebewesen zur Behauptung der Unzulänglichkeit der Tatsachen verwendet. In diesem Kontext wird hingegen die Rede auf die Menschen beschränkt. Den Menschen erscheinen dieselbe Dinge auf verschiedene Art und Weise. Der Kontrast ist nicht zu lösen. Die Wirklichkeit an sich selbst ist und bleibt nicht erschließbar. Lediglich eine Pluralität von Erscheinungen, von Meinungen und von Vorstellungen ist das, was uns vorliegt. Wie die Wirklichkeit ist, vermag das Subjekt nie zu wissen. Nur Meinungen und Vorstellungen liegen vor, von welchen wir nicht wissen, ob sie eine tatsächliche Entsprechung in der Wirklichkeit haben. Der dritte Tropus besteht in der verschiedenen Beschaffenheit der Sinnesorgane. Den unterschiedlichen Sinnesorganen in einem selben Subjekt erscheinen die Dinge auf verschiedene Art und Weise. Der Auge kann einen bestimmten Eindruck von einem Gegenstand bekommen, der unterschiedlich von Eindruck ist, dem von selben Gegenstand der Tatsinn bekommt. Das heißt, es ist immer eine Variierung innerhalb von Subjekt. Aber wie die Wirklichkeit ist, weiß ich nicht. Diesem Sinn erscheint mir so, den anderen Sinn erscheint das so, aber immer anders. Immer anders. Die verschiedenen Lebewesen haben verschiedene Eindrücke von der Wirklichkeit. Die verschiedenen Menschen haben verschiedene Eindrücke von der Wirklichkeit. Der Mensch auch, das Subjekt, das Einzelne, das individuelle Subjekt, hat verschiedene Eindrücke je nach dem Wahrnehmungssinn.
Das heißt, es ist immer, die Strategie ist immer dieselbe. Es gibt keine Absolutheit. Es gibt keine Gewissheit, wie die Dinge sind. Es gibt nur Erscheinungen, die variieren von Subjekt nach Subjekt. Der vierte Tropus ist zum Beispiel die Verschiedenheit der Zustände. Bei den unterschiedlichen Zuständen, in welchen sich ein Subjekt befinden kann, erscheinen die Gegenstände als verschieden. Das ist schon zweite 2. Beim Schlafen und bei Wachen machen die Gegenstände verschiedene Eindrücke auf dasselbe Subjekt. Wie das Objekt ist, ist nicht bestimmbar, weil das Subjekt keine Instrumente hat, um zu bestimmen, welcher Eindruck besser als ein anderer Eindruck ist. Der fünfte Tropus basiert auf der Verschiedenheit der Stellungen, der Entfernungen und der Orte. Aus seiner bestimmten Entfernung erscheint ein Objekt anders, als es bei einer unterschiedlichen Entfernung erscheint. Wie das Objekt tatsächlich ist, kann nicht vergestellt werden. Nur die verschiedenen Erscheinungen sind da. Dann der sechste Tropus zum Beispiel besteht auf dem Einfluss der Beimischungen, welche die wahrgenommenen Objekte begleiten. Die Umstände, in welche die Gegenstände erscheinen, das sich befindet der Gegenstände im Wasser oder in der Luft, produzieren verschiedene Eindrücke der Gegenstände selbst. Da ein Objekt immer von Umständen begleitet wird, die verschiedene Erscheinungen mit sich bringen, erweist sich als unmöglich zu bestimmen, wie ein Objekt an sich selbst ist. Der siebte Tropus ist der Einfluss der Quantität, der Zurichtung, der Zusammensetzung der Gegenstände. Ein Stoff kann an sich selbst so und so erscheinen, wenn er mit anderen Stoffen zusammengesetzt ist, erscheint er hingegen auf eine andere Art und Weise. Wie der Stoff wirklich ist, ist nicht erkennbar. Der achte Tropus ist die allgemeine Relativität der Dinge. Jedes Ding ist dem Umstand und dem Kontext relativ, sodass es je nach den Zusammenhängen immer anders erscheint. Der neunte Tropus ist wieder etwas basiert auf der Seltenheit und Häufigkeit des Vorkommens von Dingen und von Ereignissen. Ein Objekt erscheint anders, je nachdem es einem wahrnehmenden Subjekt einmal oder mehrmals erscheint. Etwas macht in der Tat verschiedene Eindrücke in denjenigen, der es zum ersten Mal wahrnimmt und in denjenigen, der es mehrmals wahrgenommen hat. Infolgedessen ist es nie zu wissen, wie das Objekt wirklich ist. Der zehnte Tropus schließlich betrifft die Verschiedenheit der Lebensformen, der Gesetze, des mythischen Glaubens und der dogmatischen Annahmen. Die Lebensformen, die Gesetze, die Religionen variieren so tief nach den Bevölkerungen, dass es unmöglich ist, einen einzigen allgemeingültigen, endgültigen und absoluten Standpunkt zu erreichen. Eine Wahrheit in diesem Bereich ist nicht erreichbar. Es existiert, mit anderen Worten, keine absolute Wahrheit bezüglich der Lebensformen, der Gesetze, des mythischen Glaubens und der dogmatischen Annahmen. Das heißt, diese 10 Tropen, die irgendwie auch sich einige zumindest von einigen ähnlich sind, tendieren immer auf denselben Zweck. Das heißt, es gibt keine Absolutheit. Es gibt keine Gewissheit. Besonders der 10. Tropus ist, dann hat vielleicht eine größere Fortune gehabt in der Renaissance. Denn zum Beispiel kann man der 10. Tropus immer bei Michel de Montaigne finden. Um zu sagen, wenn Michel de Montaigne sagt, wir können nicht sagen, unsere Zivilisation sei besser als die Zivilisation, sei die beste, sei das Modell, sei das natürliche Modell, denn wir haben gesehen, Montaigne war wie andere Denker, Montaigne ist 583 geboren, und stirbt 592, wurde er betroffen, beeindruckt von der Entdeckung der neuen Welten, von Amerika. Und von den anderen Zivilisationen. Er hat gesagt, er sagt immer, wir können nicht sagen, unsere Werte sind die besten, unsere Werte sind die natürlichen Werte. Wir haben uns jetzt konfrontiert gesehen mit anderen Bevölkerungen, die vielleicht glücklicher sind als wir, die vielleicht bessere Werte haben als wir und so weiter und so weiter. Es gibt keine Absolutheit der Werte. Man muss hingegen für Montaigne hier eine Attitüde annehmen von einem, die von einem, an einem gewissen moralischen Relativismus inspiriert ist. Das ist natürlich auch zu lesen in der Perspektive von Montaigne, der lebt in einer Epoche, wo die ersten Religionskriege zwischen Katholizismus und Protestantismus am explodieren sind.
Und der sagt, gut, bremsen wir ab, wir können nicht sagen, diese oder jene Werte sind die besten, die anderen sind die wahren, die anderen sind die falschen. Denn wir durch die Entdeckung von anderen Kontinenten haben wir entdeckt, sehen können, dass diese haben, dass diese Personen, diese Bevölkerung, diese Völker haben Gesellschaften, haben andere Werte, die existieren, die sind deswegen, die dementieren die Idee, dass unsere Werte die Naturwerten sind, als ob nicht konventionell wären, als ob nicht das Produkt von einer Vereinbarung wären. Und wir haben sehen können und müssen, dass diese Werte vielleicht besser als unsere Werte sind. Sowieso, wir können nicht sagen, diese Werte seien, unsere Werte seien auf alle Fälle besser, auf alle Fälle der jeweils zu anderen Werten. Der 10. Tropus würde vielleicht die größte Fortune haben, aber auch die 9 anderen Tropen sind immer zu finden. Bei anderen Denkern in der Geschichte der Philosophie. Das heißt, wie ich am Anfang gesagt habe, Skeptizismus ist eigentlich etwas, das vor dem Skeptizismus entsteht und nach dem geschichtlichen Skeptizismus immer neue Entwicklungen hat. Moment, dass ich das retten möchte.